Mein Kia wird unterstützt von der Diamant Autowelt, Ihrem Kia-Partner in Wiesbaden. Ich bin im Innenraum des Kia Sportage schon mal angekommen, denn genau das ist das richtige Stichwort dafür, was wir uns als nächstes anschauen, nämlich den Innenraum des Kia Sportage. Alles, was es so zu Sitzen und Einstellmöglichkeiten gibt, wie viel Platz dieses Auto hat oder vielleicht auch wie wenig, was ich auf jeden Fall machen kann, um zu sitzen und zu laden, das wird jetzt das Thema sein, was wir uns in diesem Kapitel Innenraum genauer beim Kia Sportage zusammen anschauen werden. So, ich bin jetzt auf dem Fahrersitz des Kia Sportage angekommen und da habe ich jetzt diverse Möglichkeiten, um mir eine wirklich bequeme Sitzposition beim Fahren einzustellen. Wir sitzen hier auf einem Wagen oder auf einem Stuhl, auf einem Sessel mit Lederausstattung und mit elektrischer Einstellung. Die ganze elektrische Einstellbatterie ist hier auf dieser Seite und diese Schalter, die wir da jetzt hier finden, die gucken wir uns jetzt mal genauer an. Nämlich dann haben wir als erstes mal diesen Hebel hier vorne. Der ist einmal dafür da, wenn ich ihn nach vorne schiebe, den Sitz, das sieht man ja auch schon, in diese Richtung zu bewegen. Und genauso, wenn ich ihn dann von vorne nach hinten drücke, entsprechend nach hinten zu schieben. So, damit kann ich aber auch die Sitzhöhe verstellen, nämlich einmal den kompletten Sitz hier hinten, wenn ich diesen Schalter nach oben ziehe oder nach unten drücke, indem der ganze Sitz dann nach unten fährt. Ich kann aber auch nur den vorderen Bereich des Sitzes mir ein bisschen verstellen und das mache ich dann hier mit der Einstellung hier vorne nach oben oder unten. Dann haben wir hier hinten noch die Sitzlehne, die drücke ich entweder nach vorne oder einmal nach hinten. Und dann haben wir natürlich noch mal hier die Lendenwirbelstütze. Das heißt also, für den unteren Bereich der Sitzlehne gibt es dann noch mal so eine Verhärtung. Die kann ich hier mit Härte einstellen oder etwas weicher. Ich empfehle gerade bei langen Fahrten, das eher etwas härter einzustellen. Ist eine definitive Entlastung für den Rücken. Und das sind die Einstellmöglichkeiten des elektrischen Sitzes auf der Fahrer- und übrigens auch identisch auf der Beifahrerseite. Wenn wir schon gerade bei der Sitzverstellung sind, dann haben wir noch eine kleine Funktion in der Fahrertür, nämlich eine sogenannte Memory-Funktion für zum Beispiel zwei Leute, die sich dieses Fahrzeug immer mal wieder teilen vom Fahren. Die können sich ihre Sitzposition nämlich einfach speichern und zwar mit diesen beiden Schaltern hier, nämlich Fahrer Nummer 1, der kann dann einfach sich einstellen, drückt lange hier auf diesen Knopf, dann fiept es einmal kurz und dann ist die entsprechende Sitzeinstellung gespeichert. Und Fahrer Nummer 2 kann sich das dann einfach hier speichern. Also eine Memory-Funktion ist bei diesen Sitzen hier mit Lederausstattung und der elektrischen Verstellung auch noch mit dabei. So, zusätzlich zu einer guten Sitzfunktion, indem ich die Einstellmöglichkeiten am Sitz nutze, gibt es auch nochmal in einer Lenkradverstellung. Dafür muss ich einfach nur dieses Hebelchen nach unten drücken. Das fällt mehr oder weniger schon fast von ganz alleine nach unten. So, und dann kann ich das Lenkrad einmal nach unten senken oder ganz nach oben, mehr zu mir ziehen oder weiter zurück. Also damit sollte definitiv es möglich sein, eine vernünftige Sitzposition zu finden, zusätzlich zu den Einstellmöglichkeiten am Sitz. Wenn ich die passende Position dann gefunden habe mit dem Lenkrad, einfach diesen Hebel wieder nach oben drücken, so wie ich es eben schon intuitiv gemacht habe. Ja, und dann ist auch die Lenkradverstellung hiermit abgearbeitet. Jetzt gucken wir uns nochmal exemplarisch auf dem Fahrersitz die Höhenverstellung der Kopfstützen an. Wir haben insgesamt 5 Kopfstützen, Fahrersitz, Beifahrersitz und dreimal hinten. Die funktioniert genauso mechanisch und einfach wie mehr oder weniger bei jedem Kia-Modell. Was heißt bei mehr oder weniger bei allen Kia-Modellen? Wir haben es jetzt in der Grundstellung ganz unten. Wenn ich die weiter nach oben haben will, dann schiebe ich die einfach nur, indem ich sie nach oben drücke, einmal nach oben. Und wenn ich sie wieder nach unten haben wollte, gibt es hier neben dieser Säule so einen kleinen Knopf, dann sieht man schon, wie die mehr oder weniger fast von alleine runterfällt und die kann ich dann einfach nach unten drücken und dann ist sie wieder in der Ausgangsposition. Bedienung funktioniert bei allen Kopfstützen im Fahrzeug identisch.
So, dann haben wir noch eine Gurthöhenverstellung im Fahrzeug auf der Fahrer- und auf der Beifahrerseite. Ich zeige es jetzt mal exemplarisch hier auf der Beifahrerseite. Da haben wir hier die Möglichkeit, indem wir hier oben einen Knopf reindrücken und dann können wir nochmal das verstellen, je nachdem, ob ich ein bisschen größer vom Oberkörper bin oder etwas kürzer. Dann kann ich mir das entsprechend noch einstellen. Das sind so Kleinigkeiten, die vergisst man gerne mal, aber die funktioniert bei diesem Fahrzeug, wie gesagt, ganz einfach, indem ich nur diesen Knopf hier oben drücke und das dann nach oben oder nach unten schiebe. Wir schauen uns jetzt die Variabilität der Rücksitzlehne des Kia Sportage an. Und dafür brauchen wir nur einen bestimmten Hebel, und zwar diesen hier unten. Damit kann ich die im Verhältnis 40 zu 60 teilbare Rücksitzlehne also nicht nur komplett umklappen, sondern auch verstellen in der Neigung. Momentan wäre sie quasi in einem, ja, Modus, wo sie mehr oder weniger ganz hinten ist. Das ist jetzt wahrscheinlich so diese Standardeinstellung, die man beim Fahren hat. Wenn man aber ein bisschen steiler oder etwas gerader sitzen möchte, dann zieht man einfach hier diesen Hebel und lässt die Bank so ein kleines bisschen nach vorne kommen. Man sieht dann schon, bis wo weit das geht, nämlich ungefähr bis zu dieser Stellung. Ob jetzt in dieser Stellung dauerhaft jemand sitzen wollte, das lasse ich mal dahingestellt. Aber es kann ja beispielsweise auch sein, dass ich im Kofferraum irgendetwas habe, was ein bisschen mehr Platz erfordert. Also ich überlege jetzt gerade, vielleicht würde man quer eine Waschmaschine oder so irgendwie reinbekommen und man braucht ein bisschen mehr Platz. Dann kann man sich die Lehne hier etwas steiler stellen. Das ist jetzt zum Fahren natürlich nicht so geeignet. So, wenn wir das Ganze nochmal weiterziehen, dann sehen wir auch schon, dann kippt die Lehne komplett um. Ich kriege eine, ja, mehr oder weniger doch fast ebene Ladefläche. Und der Gurt bleibt also auch dran hängen. Da muss ich also auch nichts dran rumfummeln oder so. Das ist eigentlich ganz praktisch und schön gelöst. Und wenn ich es zurückklappe, dann würde es erstmal in diesem steilen Modus wieder bleiben. Ich muss den Hebel also wieder ziehen, es ganz nach hinten drücken und dann hätte ich auch die Lehne komplett verstellt. Ja, das ist aber auch alles an Variabilität, was wir hier hinten haben auf der Rücksitzbank des Kia Sportage. Ansonsten habe ich also keine Einstellmöglichkeiten mehr hier außer den Kopfstützen. Wie die funktionieren, habe ich aber auch schon mal exemplarisch an den vorderen gezeigt. Ja, so kann man sich's einigermaßen bequem und gemütlich machen auf der Rücksitzbank des Kia Sportage. Jetzt schauen wir uns die Details im Kofferraum mal an und fangen hier auf der linken Seite an. Da haben wir nämlich diverse Hebel und Kleinigkeiten, die ich mal zeigen möchte. Als erstes haben wir die Möglichkeit, die Rücksitzbank und die Rücksitzlehne umzuklappen hier vom Kofferraum aus mit so einem Vorspanner. Den kann ich einfach ziehen, dann klappt das automatisch um. Das heißt, ich muss also nicht zwingend erst die Hecktüren öffnen und entsprechend das umklappen können, sondern das kann ich auch, wenn ich direkt hier hinten bin und kann das von hier aus machen. Hier habe ich einen Gepäckhaken, da kann ich also irgendeinen Einkauf zum Beispiel mal dranhängen, wenn ich irgendeine Tüte habe oder ähnliches, dass mir das dann im Kofferraum nicht umschwappt, vielleicht irgend so ein schöner Liter Milch oder sowas. Dann haben wir hier unten nochmal einen 12-Volt-Anschluss, da kann ich also nochmal so, Kühlbox oder sowas zum Beispiel anschließen, wenn ich unterwegs wäre. Und dann haben wir hier nochmal so Verzurösen. Die haben wir einmal hier und dann nochmal vorne, also vier Stück insgesamt, dass ich auch nochmal Gepäck fixieren könnte. Das Ganze dann hier auch nochmal. Hier ist auch nochmal so ein kleiner Haken, da kann man auch nochmal was drum wickeln. Jetzt irgend so ein Gepäcknetz zum Beispiel zum Festmachen. Das gibt es, glaube ich, im Zubehör auch noch zu kaufen. Wenn man da jetzt eher flachere Sachen hat oder so, das kann man dann hier auch nochmal fixieren. Ja, dann die Innenbeleuchtung ist ja sowieso klar, wobei da kann man nichts mitmachen. Und das sind erstmal so die kleinen Features, die wir jetzt hier uns an der Seite angucken können. So, jetzt schauen wir uns den Kofferraum mal in Gänze an. Große Verstellmöglichkeiten habe ich hier nicht, also keinen doppelten Ladeboden oder ähnliches. Aber ich habe hier noch eine Abdeckung für den Gepäckboden quasi und darunter sind dann noch mal jede Menge Fächer. Ich kann das auch rausziehen, weil hinter diesem Fach ist dann da in diesen Schaumstoff hier eingearbeitet auch noch mal ein großes Fach, wo ich allerlei Utensilien unterbringen kann. Also das ist sehr, sehr viel Fläche, die hier noch ist, nimmt aber, wie ich finde, dem Kofferraum doch ganz schön an Volumen weg. Vielleicht hätte man dann doch hier nochmal ein kleines bisschen mehr Platz schaffen können, weil verstellbar ist das nicht. Und so super hoch, muss ich jetzt sagen, wirkt das auf den ersten Blick nicht, auch wenn der Kofferraum jetzt relativ tief ist.
Und vor allem diese Liter hier in diesen kleinen Fächern, die sind ja wirklich nur für Krimskrams benutzbar. Also ganz viel Gepäck kriegt man hier nicht unter. Das ist sicherlich mit so einem doppelten Ladeboden im Zweifel ein bisschen netter gelöst. Na gut, aber es ist jetzt hier bei dem Sportage, bin ich nicht hier, um irgendwelche Kritik jetzt erstmal an dem Wagen loszuwerden, sondern das, was ich jetzt erstmal nur zeigen kann und möchte. Das sind die Verstaumöglichkeiten jetzt entsprechend im Kofferraum. Und dann haben wir nochmal die Gepäckraumabdeckung. Die ist hier in so einem, in so einer Rollo-Art, die ich also quasi einfach nur nach vorne ziehen kann und dann hier vorne einschnappen lasse. Und wenn ich es nicht brauche, dann lasse ich das Ding einfach so nach hinten fahren. Na, wir können es einmal richtig machen und hier einschnappen lassen. Dann sieht man das mal, dann ist also auch wirklich der Gepäckraum schön abgedeckt. Und das Ganze lassen wir jetzt wieder nach hinten fahren. Da sind hier so Schienen, die kann man einigermaßen, denke ich, ganz gut erkennen, wo das Ganze entlang geführt wird. Ja, und das ist dann erstmal so alles, was wir hier im Kofferraum des Kia Sportage zu entdecken haben. So, dann schauen wir uns noch die Innenraumbeleuchtung an. Die ist sehr simpel gestrickt. Ich kann nämlich einmal komplett die Innenbeleuchtung einschalten hier mit diesem Knopf auf dieser Seite. Ich kann diesen Knopf hier drücken, dann geht die Innenbeleuchtung an, wenn die Türen geöffnet werden, also ganz automatisch. Ich kann aber es auch nur als Leseleuchte benutzen, wenn ich hier einmal drauf drücke, auf der Fahrer- und auf der Beifahrerseite. Damit könnte ich das Ganze auch aktivieren und so kann ich es mir noch mal ein bisschen heller machen hier im vorderen Bereich. Und dann haben wir noch mal eine Leselampe, die ist so quasi für die Mitte des Fahrzeugs bzw. für die Rückpassagiere, so etwa in der Höhe hier oben am Dach angebracht. Da haben auch noch mal einen eigenen Knopf, wo sie sich einschalten können, aber das ist jetzt nicht ganz so komfortabel. Also die hinteren Passagiere haben da nicht auch noch mal irgendwelche Leselichter oder so. Das ist jetzt nur hier den vorderen Passagieren zugedacht. Und die können, wie gesagt, die Einstellung der Leseleuchten dann da drüber vornehmen. Jetzt schauen wir uns die Sonnenblende an, hier beim Kia Sportage. Die ist auf Fahrer- und Beifahrerseite. Ich klappe sie einmal runter. Wir haben hier oben ein kleines Lichtlein, auf das ich drücken kann, was dann automatisch auch ausgeht, wenn ich hier es wieder zumache. So ein kleiner Kippschalter dran. So, ich kann es aufmachen, dann habe ich den entsprechenden Spiegel oder ich mache es halt auch entsprechend wieder zu. Dann gibt es hier noch so eine kleine Halterung. Jetzt, wer sich jetzt fragt, wofür soll das sein, meine Parkscheibe oder auch die entsprechenden Parktickets da anzubringen, macht doch irgendwie keinen Sinn. Stimmt, das ist nämlich eine spezielle Halterung für die Rettungskarte. Das kann ich nur zwingend und dringend empfehlen zu erwerben. Das kann man sich einfach im Internet einfach mal als Suchbegriff eine Suchmaschine eingeben, Rettungskarte. Und dann kann man sein Modell raussuchen, was man fährt, das einfach mal ausdrucken. Geht schlicht und ergreifend darum, wenn man mal einen Unfall hätte und Rettungsdienste müssen einen aus dem Auto holen oder das Auto ist beschädigt und man will gucken, wo irgendwas ist, wie zum Beispiel die Batterien oder irgendwelche Airbags und so weiter, wo da die Sachen gelagert sind im Fahrzeug, dann kann man das einfach hier dran klemmen. Und in der Regel ist es so ausgemacht, dass also Rettungskräfte hier reingucken würden. Und dann, wenn diese Rettungskarte oder dieses Blatt, was man da hat, da ausgedruckt dahinter lässt, dann können die einfach leichter arbeiten. Also das ist schon mal quasi mitgedacht. So, das Ganze kann ich natürlich auch nochmal rausmachen, wenn von der Seite die Sonne käme. Und das Ganze kann ich aber auch wieder zurückklappen. Das machen wir jetzt mal. Klappen das Ganze wieder nach oben. Und damit wäre die Sonnenblende auch schon mit all ihren Funktionen erklärt. Jetzt beginnen wir mit den Ablagen beim neuen Kia Sportage und fangen an hier mit dieser Ablage. Das ist ja so die Standardablage, die einem als erstes in den Sinn kommt, wenn man quasi ins Auto einsteigen will. Das ist nämlich in der Seitentür. Ich gehe mal ein kleines Stückchen zurück. Da sieht man es ein bisschen besser. Man hat also ein relativ tiefes Fach, wo man doch einiges reinkriegt. Und hier kann man, das sieht man auch an der Ausbuchtung, zum Beispiel auch schräg nochmal eine Wasserflasche, eine etwas größere, unterbringen. Für ein bisschen Krimskrams und so weiter würde jetzt vielleicht das auch hier oben noch funktionieren. Das ist aber jetzt nicht eigentlich angedacht. Da kann man vielleicht mal einen Einkaufschip oder irgendwas reinschmeißen. Aber das ist jetzt nicht wirklich so. Das Standardablagefach ist auch nicht irgendwie gummiert oder so. Das ist ja nur der Griff zum Zumachen des Fahrzeugs. Von daher wäre das jetzt erstmal so in der Seitentür die Ablage vorne, die wir also auch auf der Beifahrerseite sehen.
So, der Vollständigkeit halber zeige ich das auch nochmal auf den Rücksitzen. Hinten links und rechts, da haben wir auch nochmal so ein großes Fach, da kriegt man also auch bequem eine Flasche rein, aber ich denke mal, für sonstigen Krimskrams wird es ehrlich gesagt schon ein bisschen enger. Aber dafür gibt es hinten noch andere Ablageflächen. Die gucken wir uns aber gleich nochmal an. Hier oben das Fach würde sich übrigens auch dafür eignen, wie wir es auch vorne haben für Kleinkram. Aber das ist jetzt hier in der Türablage nicht allzu groß auf dem Rücksitzen. So, dann schauen wir uns die Ablagen in der Mittelkonsole vorne nochmal an. Da haben wir hier einmal natürlich große Getränkehalter, die aber jetzt nicht in irgendeiner Form abgedeckt sind. Nebendran nochmal ein Staufach, da kann man Schlüssel zum Beispiel reinschmeißen oder auch sein Handy. Wobei, eigentlich fürs Handy ist eher hier vorne die Ablage besser. Sieht man, ist ja auch gummiert und es ist eine induktive Ladeschale. Das heißt also, alle Smartphones, die über diese entsprechende Funktion verfügen, da kann man sein Telefon kabellos vorne aufladen, indem man das da reinlegt. Aber das hat natürlich nicht jedes Gerät. So, dann haben wir noch eine große Ablage und zwar hier unter der Armlehne. Die kann ich noch mal aufmachen, da können wir auch noch mal reinschauen. Ist jetzt ein bisschen dunkel, aber die geht auch noch mal ziemlich tief unten rein. Da haben wir also auch noch mal Ablagemöglichkeiten. Ich mache das jetzt wieder zu. Das ist ja eigentlich auch für den Arm zum Ablegen. Genau, das sind die Staufächer rund um den Schaltwahlhebel, die wir jetzt hier vorne noch zur Verfügung haben. So, und jetzt gucken wir aber noch mal nach hinten. Da hatten wir ja eben schon mal in die Türen geguckt und da gesehen, dass wir da auch eine kleine Ablagemöglichkeit zumindest mal so für Flaschen haben. Gibt aber auch für Becher und Flaschen noch eine andere Möglichkeit, die mal loszuwerden hinten, nämlich hier in der Mittelarmlehne. Da gibt es nochmal so große Cupholder. Das passt da also locker nochmal rein. Könnte natürlich ein bisschen hin und her kippen, wenn es jetzt zu groß wird. Also ich sag mal, da würde ich tatsächlich eher so mich auf die Becher oder kleinere Flaschen beschränken. Und dann haben wir nochmal in den Rücksitzen Ablagemöglichkeiten, also nicht in den Rücksitzen, auf der Rücksitzbank, in den Vordersitzen natürlich, nämlich hier so schöne Taschen, die eingelassen sind, wo wir was reintun können. Und es gibt aber auch noch andere Ablagemöglichkeiten, nämlich hier so einen kleinen Gepäckhaken. Das finde ich eigentlich ganz cool gemacht. Da kann man mal irgendeine Tasche oder irgendwas zum Beispiel dranhängen oder einen Rucksack oder so. Und dann haben wir hier oben nochmal an den Kopfstützen eine größere Möglichkeit, was dran zu hängen. Das ist oft im Zubehör immer angeboten worden in der Vergangenheit, dass man da so große Kleiderhaken hatte. Die hat man jetzt quasi in die Kopfstützen integriert und kann da also locker dann irgendein Jackett oder eine Jacke oder so drüber hängen. Das ist eigentlich ganz cool und pfiffig gemacht. Von daher hat man hinten also wirklich einige Möglichkeiten, um diverse Dinge im Kia Sportage loszuwerden. So, dann gibt es natürlich das klassische Handschuhfach, das ist klar. Auch da würde ich sagen, schauen wir einfach mal rein. Das ist beleuchtet, aber nicht irgendwie mit Filz oder ähnlichem ausgelegt. Also irgendwelche harten Gegenstände, die könnten da drin doch ordentlich klappern. Normalerweise findet da das Bordbuch dann Platz, mit dem Heft für die Inspektionsintervalle beispielsweise. Also da geht ein bisschen was rein, aber es ist jetzt auch nicht monstermäßig groß. Aber das hat man dann zumindest auch vorne schon mal gesehen. Ja, und das wären dann im Kia Sportage zumindest mal im vorderen Bereich so die ganzen Ablagemöglichkeiten.